Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete, die Seebrücke hat für heute zum Jahrestag des sicheren Hafenbeschlusses zu einer Kundgebung vor dem Rathaus aufgerufen. Deswegen war ich vorhin auch ein paar Minuten später hier oben. Frau Meier und ich haben die Gelegenheit wahrgenommen und mit den Demonstrierenden gesprochen. Und selbstverständlich will ich Sie auch im Bericht des Oberbürgermeisters zur Umsetzung des Beschlusses sicherer Hafen Potsdam informieren. Dabei will ich auch auf die Kritik an der Potsdamer Ausländerbehörde, die in dem Zusammenhang in den letzten Tagen zu hören war, kurz eingehen. Vor fast genau einem Jahr haben Sie beschlossen, dass Potsdam sicherer Hafen für aus Seenot gerettete Geflüchtete sein soll. Die Landeshauptstadt Potsdam hat inzwischen die Koordinierung des Bündnisses Städte sicherer Hafen übernommen. Gegenüber dem Bundesinnenminister, den Mitgliedern des Bundestages und der Landesregierung habe ich mich für die Änderung der gesetzlichen Regelung eingesetzt, damit es Kommunen ermöglicht wird, die humanitäre Hilfe zu leisten, die wir hier alle für notwendig erachten. Wir haben mit der Verleihung des Max-Dortu-Preises Zivilcourage und gelebte Demokratie an die Crew des Seenotrettungsschiffes Juventa ein denkbar sichtbares Zeichen gesetzt. Wir wissen, unser Engagement als Landeshauptstadt und der Zivilgesellschaft und hier insbesondere der Seebrücke wird gesehen und unterstützt. Wir sind heute als Finalist beim Politik Award in Berlin nominiert und haben die Chance, für unser Engagement ausgezeichnet zu werden. Darüber, sage ich ganz ehrlich, freue ich mich persönlich sehr, weil es ist ein Zeichen, dass das, was im letzten Jahr hier gemeinsam begonnen hat, auf einem guten Weg ist. Im gesamten Bundesgebiet erfahre ich für unsere Arbeit als Koordinierung des Bündnisses der Städte sicherer Häfen in Deutschland viel Anerkennung und wir haben fast in jeder Woche mittlerweile weitere Städte, die dem Bündnis beitreten und sich mit uns gemeinsam engagieren, was die Arbeit auch leichter macht. Zum Anfang musste man immer noch so ein bisschen werben dafür. Mittlerweile ist die Gruppe derer, die hinter uns steht und damit auch einen öffentlichen Druck aufbauen können, so groß, dass man uns sieht und hört. Aber letztlich wird sich der Erfolg unseres Engagements, das weiß ich, daran messen lassen müssen, wie es uns als Kommune gelingt, aus Seenot gerettete Geflüchtete auch tatsächlich aufzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren, in der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg in Eisenhüttenstadt, also kurz der ZABH, befinden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt die ersten 24 Seenotgeretteten, die nach Brandenburg gekommen sind. Die Landeshauptstadt Potsdam wurde seitens der ZABH um Aufnahme dieser Geflüchteten ersucht, auch aufgrund unseres Beschlusses. Und selbstverständlich gilt für uns, dass es jetzt gilt, das Bekenntnis als sicherer Hafen auch in die Tat umzusetzen. Ich sage Ihnen, wir sind bereit für die Aufnahme und deshalb haben wir uns gegenüber der ZABH zur Aufnahme aller 24 im Land Brandenburg befindlichen aus Seenot geretteten Geflüchteten bereit erklärt. Damit ist Potsdam die einzige Kommune in Brandenburg, welche bislang konkret aus der Seenot gerettete Geflüchtete aufnehmen wird. Das kommt auch der Rolle, die wir hier selber miteinander beschlossen haben, nach. Aktuell befinden sich die Geflüchteten noch in Eisenhüttenstadt in ihrem Registrierungsprozess. Auf Grundlage der Freimeldung in unseren Gemeinschaftsunterkünften könnte Potsdam die ersten Seenotgeretteten aber bald erreichen. Wann genau die Personen eintreffen, erfährt die Landeshauptstadt in Kürze über die, das heißt immer sehr untechnisch, Transferliste. Also wir kriegen das dann schriftlich mitgeteilt. Die Seenotgeretteten werden außerhalb der geltenden Regelung der Dublin-II-Verordnung aufgenommen, durchlaufen nach ihrer Aufnahme in der Landeshauptstadt Potsdam, dann aber das reguläre Asylverfahren. Und das ist mir, das habe ich auch vorhin unten gesagt, an dieser Stelle wichtig, noch einmal zu betonen.